Wir machen daraus auch eine YouTube-Folge, was soll's. Wir werden ein bisschen blöd durch die Gegend fliegen, also gerade die YouTube-Zuschauer am Anfang dieser Folge überspringt die Folge, wenn euch das nicht interessiert. So, wir können hier eine Quest abgeben. Wir werden ein bisschen durch die Gegend reisen. Ich suche nebenbei aber die Maurer-Don-Gruppe, in der Hoffnung, einen zu finden. Wir haben hier 7 Ausdauer, 13 Willenskraft, die sind nix. Leider kein Addon, was momentan mehr bringt. Normalerweise bringen allerdings Schultern mehr wie Hände an Gold jetzt oder an Silber. Gold wahrscheinlich nicht, aber Silber vielleicht. 6000 Erfahrungspunkte immer nochmal bekommen. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Redet mit mir. So, was haben wir hier überhaupt? Du bist ein Ingenieurskunstlehrer. Okay, Stallmeister. Gastwirt. So, wir können dann gleich die schöne Flugphase können wir auch mal nutzen, um ein bisschen zu quatschen, unterhalten und so weiter und so fort. Wir können hier auch mal gleich mal Zeug verkaufen. Sollten wir eine Maurer-Don-Grube finden, bräuchten wir nämlich sowieso leere Taschen oder halbleere Taschen zumindest. Geisterpilze, die würde ich tatsächlich gerne behalten. Das Ding hier können wir verkaufen. Fläschchen Mojo brauchen wir jetzt nicht mehr. Könnte man im Auktionshaus... Ja, komm, wir behalten es mal. Könnte man im Auktionshaus definitiv teurer verkaufen wie jetzt hier. Kugel des Wassers definitiv auch. Den auch. Für 2 Silber verkaufe ich den hier nicht. Ja, das ganze Zeug werden wir mal behalten. Wir haben eigentlich... Prinzipiell haben wir genug Platz. So, wir machen uns jetzt mal auf den Flug, würde ich sagen. Ja, wir machen uns jetzt auf den Flug, fliegen nach Firales, nach Firales und werden dann von Firales aus Richtung Desolate hochlaufen. Der Weg ist leider weit, aber ich brauche den Flugpunkt so oder so. Und gerade für Maurer-Don ist er auch nicht verkehrt. So, nebenbei spamme ich hier nochmal den Channel zu. Anscheinend war auch den Magier, der mich angeschrieben hat mit Level 48, war mein Level anscheinend zu niedrig für Maurer-Don. Versteht zwar nicht wieso, weil 48 ist völlig okay, aber gut, so ist es. Ich hoffe, wir werden am Freitag nicht so oft vipen, dass ich vielleicht HK tanken kann. Gut, Skull. Ja, gut, Skull, ihr seid das letzte Mal mit 13 Leuten, glaube ich, gelaufen. Also, da ist halt, das ist dann schon schwierig. Gerade wenn halt nicht alles T3 equipped ist, beispielsweise. Guten Tag, stimmt, es ist eher Abend. Ja. Die gibt's dann gar nicht. Es war ein Prinzip. Ach so, eine prinzipielle Frage. Ach so, ich habe gedacht, es war eher so, wieso hast du, mir kam die Aussage so rüber, Rettig. Es war so die Aussage, wieso hast du das noch nicht gemacht, du Honk. Ohne das Honk. Nee, aber wenn es die noch gar nicht gibt, hätte mich auch gewundert tatsächlich, wenn es die irgendwie, also ich habe zumindest auch gar nichts davon gehört, nämlich. Wir werden allerdings ja sowieso in einer Woche, ziemlich genau in einer Woche sogar, ist DBC ja am Start, dann werden wir loslegen, aber gewaltig. Ich hoffe, mein Plan geht so weit auf, dass ich auch dementsprechend zum Streamen komme, zum Zocken komme, zum Aufnehmen komme, allen drum und dran, das noch halbwegs gut verpacke, dann bei YouTube sofort hochlade. Übrigens, die erste Folge wird vielleicht, gut, Donnerstag werde ich nicht schaffen, wenn ich es am Mittwochabend aufnehme, die erste Folge für Donnerstag schaffe ich nicht, aber am Freitag kommt dann die erste YouTube-Folge bereits eigentlich auch raus. Ich versuche es direkt nämlich hochzuladen, aber bis ich die Folge hochgeladen habe, benannt habe, Titel geschrieben habe, allen drum und dran, dauert es normalerweise ein bisschen, aber danach geht es gleich weiter. Johnny Walker, Hallöchen! Lang nicht mehr gesehen. Hi, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Macht nichts, hab Bier hier. Am Mittwoch, um Gottes Willen. So, Kloster, Kloster, Kloster. Kathedrale Uldaman. Cool Range auf jeden Fall. ZG-Boost, Gnomerigan. Es sieht für Maurer-Don schon wieder nicht gut aus, aber das letzte Mal sah es für Maurer-Don auch nicht gut aus. Und wir haben da eine Gruppe gefunden, die auch ganz gut war eigentlich. Ich habe Hoffnung, dass wir eine Gruppe für Maurer-Don noch finden. Was anderes, gut, wir könnten auch nochmal Zul'Farak gehen. Das wäre jetzt auch nicht, ja, wäre prinzipiell nicht so schlimm. Vielleicht, wenn ich irgendwo Zul'Farak suche, die Ds für Zul'Farak lese, gehen wir vielleicht auch Zul'Farak. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Maurer-Don droppt noch ein bisschen mehr, was wir brauchen können. Das haben wir das letzte Mal gesehen, wo ich einiges tatsächlich nicht bekommen habe. Ah, guck mal hier, Zanzas Skies gerade. Aber auch Zul'Farak zumindest, ein Item, der Stab wäre halt noch ganz geil. Allerdings tatsächlich, ob der droppt, das ist halt, ja, das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Man lebt und wie geht's dir so? Mir soweit ganz gut, super. Also im Gegensatz zu den letzten paar Streams 1A, der letzte Stream am Montag verkatert, der letzte Stream davor hatte ich auch Kopfschmerzen, allerdings ohne Kater, was tatsächlich sehr selten ist bei mir. Es kam, glaube ich, 2 Mal in meinem Leben bis jetzt vor, Gott sei Dank. Und es geht mir heute tatsächlich 1A. Wenn dieser Magier, ein 48er Magier, nicht für Maurer-Don mitnimmt, schreib ihn an, dass er dich mitnehmen soll und dass ich als 60er Parler mitkomme. Ich bettel doch keinen an, der mich nicht mitnimmt. So weit kommt's noch. Wenn ich Menschen mit meiner Anwesenheit beehre in einer Gruppe, sollen sie gefälligst zu Kreuze kriechen.
Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Ich würde mich freuen, wenn mich einer mitnehmen will, aber ganz ehrlich, ich kriege doch nicht irgendeinem hinterher, nur weil ich eine Chance hätte, eine Gruppe zu finden. Notfalls brauche ich mir selber eine Gruppe zusammen. Also, so weit kommt es noch. So, hier mittlerweile auch Level 41, alles grün. Aber es wird tatsächlich gerade, also Mauerdon ist schwierig. Kloster lese ich 10.000 Mal bereits. Alles, aber auch alles von Schamanen, komischerweise. Kloster, Friedhof, Knummerigan, Todesmine, Strat UT. Mal einer, der für Strat sucht, auch selten. Ja, oh gut, und 2 Milliarden Boosts. Booste. Kloster Bibliothek. Todesminen Boost. Suche Mara Boost, okay. Oh, hier sucht ihr für Naxxramas. Okay, LFG, Mauradon, Magia. So, wir können noch mal ganz kurz gucken. Übrigens nicht Mauradon, sondern Maraudon. Ich sag das immer falsch, ich hab's einmal ganz am Anfang falsch gelernt. Ihr könnt mir das 2 Milliarden Mal im Bewusstsein in die Kommentare schon reingeschrieben, bei Guybrush. Ich werde das immer wieder falsch sagen. Was ich mir einmal so eingeprägt habe, sage ich normalerweise tatsächlich nicht wieder anders. Aber es heißt Maraudon. Das A überlese ich einfach gerne. So, hier droppt tatsächlich halt echt gutes Zeug für Magier. Ich würde gerne nach Maraudon gehen. Ich probiere es mir zu merken, ich werde es mir nicht merken. Ja, aber es sieht tatsächlich eher schlecht aus heute. Jane, guten Abend, Hallöchen. Wieder was essen? Gibt Döner. Ja, Döner-Tag bei Skui, das ist wieder Pizza-Freitag bei Zombibi. Ich habe nur mal einen Hotdog mit allem gegessen, aufgebaut wie Döner, war nicht mal so schlecht. Was? Aufgebaut wie Döner? Hotdog besteht für mich, mache ich auch öfters mal tatsächlich. Hotdog ist, Wiener, Röstzwiebeln, ganz wichtig. Alles andere ist kein Hotdog. Senf, Mayonnaise hau ich tatsächlich, also Senf, Mayonnaise tatsächlich, Ketchup, Röstzwiebeln, Wiener und eben Hotdogbrötchen. Das, also so ist ich zumindest mein Hotdog. So selbstgemachte Hotdogs auch. Leider kriegt man Hotdogs tatsächlich, ich glaube sonst, oh, wir haben hier Quests zum Abgeben. Sonst tatsächlich Hotdogs, das einzige Mal, wo ich Hotdogs gegessen habe, war tatsächlich auf Konzerten oder auf Festivals. Gibt es ab und zu mal einen Hotdog-Stand. Sonst siehst du so Hotdog-Verkauf in irgendeiner Variation, siehst du normalerweise nie. Auf nur Festivals. Das kann man sich mittlerweile abschwingen. Oder auf Konzerten tatsächlich. Mit Kraut, Tomaten, Soße, Zwiebeln und so weiter. Ja gut, also das sind ja, also tatsächlich so die Grundbestandteile sollten immer drin sein. So, was haben wir hier? Die obere Wild... Oh, das ist eine Quest, die haben wir schon. Elun, erleuchte euren Weg. Der versunkene Tempel. Geht in Frieden. Okay, wir kriegen lauter Tempel-Quests, die uns leider halt noch nichts bringen. So, hier oben sollen wir auch eine Quest abgeben können. Also für mich ist so, wie gesagt, Hotdog-Brötchen, Würstchen rein, Senf, Ketchup, Mayonnaise ist optional, aber ich stehe einfach auf Mayo, was will ich machen? Und eben Röstzwiebeln. Kraut auch geil. Kraut kriegst du meistens, oder so Variationen kriegst du meistens, wie gesagt, auf so Festivalständen gibt es ab und zu mal sowas. Das war auch einer der geilsten Hotdogs, die ich glaube jemals in meinem Leben gegessen habe. Kann aber auch der Situation geschuldet sein. So um 4 Uhr nachts, sturzbesoffen auf dem Festivalgelände. So ein Hotdog, da kann glaube ich drauf sein, was will. Das schmeckt einfach nur geil. MQ, Hallöchen. Bin nun auch auf dem Server. Ja, sehr schön. Lass mich raten, Schamane. Booste, das ist echt Boostekuchen. Der war nicht schlecht. Ich muss echt mal wieder Hotdogs machen. Ich mache tatsächlich, also einmal im Monat gibt's hier Hotdogs. Weil auch meine Kleine isst halt auch unglaublich gerne Würstchen. Die ist abartiger Wurstfreund. Also alles, was irgendwie Würstchen, die isst sogar so Deperiziner-Würstchen oder so Zeug. Also die steht da abartig drauf. Oh cool, ihr sucht einer für Scholo, für Strat, für LBS, UBRS, BRD. Oh okay, der hat gar keine Ansprüche. Kloster, ZG, Tank, Strat, Tank, Kathedrale. Es sieht echt schlecht aus. So.
Ich habe jetzt nicht mal mitgekriegt, wie viele Erfahrungspunkte oder was ich gerade für eine Quest abgeschlossen habe. Ah, 525, na, wunderhübsch. So, okay, dem soll was bringen. So, dann haben wir hier noch eine Quest. Ich versuche nebenbei noch mitzukriegen, ob hier gerade einer für Maraudon sucht. Ich werde das nicht merken können, glaube ich. Kloster. Ich könnte unglaublich oft ins Kloster laufen, aber Kloster bringt halt bringt vom Level her schon gar nichts mehr. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Ja, sehr schön, hat sich gelohnt. Wir haben nämlich hier noch Rezepte, die wir lernen können. Elixier der Weisheit, Elixier der hohen Gewalt, erheblicher Heiltrank und großes Arkanelixier. Die werden wir auf jeden Fall einmal alle lernen. Wir sind ja mittlerweile, wir sind 291 mittlerweile bei Alchemie. Gucken mal hier, ob wir hier noch irgendwas lernen können. Nein, können wir nicht. Und dann müsste, glaube ich, oben die Quest sein, wo wir abgeben können. Und dann geht es Richtung Desolage. Und dann können wir auch die Maraudon-Quest abgeben. Die sollten uns auf jeden Fall aber ein bisschen was an Erfahrungspunkten auch bringen. Genau, Level 11 boosten, aber doch ein Warlock. Achso, Dings. Weißt du, was auf die Beine stellen kannst? Wer? Ich Tank. Verteidigung. Krieger, 50er Krieger Brachland. Ja, komm, warum nicht? Einladen. Dann machen wir aus dem LFM ein LFG an LFM. LFM. Maraudon. Heiler und DDs. So, ganz kurz mal begrüßen. Ich such mal. Ich habe zumindest einen Tank. Also tatsächlich einer der schwersten Klassen, die man finden kann, habe ich schon mal. Heiler wird auch nur eine Herausforderung, glaube ich. Seid gegrüßt. Aber dann machen wir aus dem LFG, also Looking for Group. Looking for Member. So, da können wir das Messerchen abgeben. Was? 525 Erfahrungspunkte, das ist ja Witz. Oh. Del Nadris. Okay, weil er gerade in seinem... jo. Vielleicht klappt's ja. Ja, wie gesagt, also... Ich würde jetzt mal... Wir gucken mal, ob wir eine Gruppe zusammenkriegen. Oder nicht. Ich bin geirrt. So, jetzt kann ich die Quest auch annehmen. Mondfederfeste, wo ist denn die... Ach, das ist gleich wieder hier. Okay, wir werden hier von A nach B geschickt, wie wild. Kann man übrigens noch, geht das noch? Wir testen es einfach mal. Man konnte damals... Ja, genau, Fallschaden verhindern, wenn man blinzelt. Das funktioniert immer noch, sehr schön. Mache heute Chili Dog. Das ist auch geil. Johnny Walker, ich würde gerne vorbeikommen. Da hätte ich gerne was ab von. Der Wutrang ist halt echt nice. Jo, den also tatsächlich als Krieger brauchst du ja bei manchen Bossen ist er tatsächlich sehr, sehr sinnvoll gewesen. So, nochmal 500. Ja, geil, wenn wir jetzt jedes Mal 500 Erfahrungspunkte kriegen, läuft das. Besucht die Lager der im Süden, Fierales. Okay. Wir haben jetzt keine Ahnung, das waren jetzt nicht mal. Das waren vielleicht 1500 Erfahrungspunkte, was wir hier bekommen haben. Das ist ja wohl ein Witz. Okay, wir werden jetzt nach Desolage auf jeden Fall schon mal hochgehen. Ist die Frage Schiff oder kein Schiff? Wahrscheinlich Schiff dürfte fast schneller gehen, wie wenn ich schwimme. Und dann gucken wir einfach mal. Was wir nebenbei schon mal herstellen können, ist ein bisschen Wasser, ein bisschen anderes Zeug. Aber es sieht momentan schlecht aus. Also ich poste hier schon wie wild, dass ich Leute für Maraudon suche. Aber es sieht eher echt schlecht aus. Wir haben einen Tank, aber das hilft uns halt auch nicht, wenn der Rest fehlt. Ich glaube, wenn wir noch Heiler haben, die Ds findet man relativ einfach. Aber Heiler ist halt noch das Problemchen. Gucke nachher noch bin mal leveln. MQ, bis nachher. Ciao, ciao. Und viel Glück beim Leveln. Es sind nur ein paar hundert Kilometer. Für den Chili Dog? Kein Thema. Kein Thema. So. Kathedrale, das gibt's nicht. Also. Die Idee. Jäger. 48er Jäger. Ja, komm, geht. Jäger, der nimmt mir schon mal keine Items weg. Jäger geht. Wir haben 50er Tank. Prinzessin ist 51. Endboss schwierig. Rest auf jeden Fall machbar. Aber das Problem wird eher nicht den DD noch zu... Oder jetzt fehlt ein DD und ein Heiler noch.
Das Problem wird nicht der DD sein. Das Problem wird der Heiler sein. Glaube ich. Wohne ca. 200 Kilometer von Wien entfernt. 200 Kilometer von Wien. In Österreich oder Deutschland dann? Richtung Süden. Da wohnt mein Bruder in. Also, nicht. Keine, ja, gut, das sind keine 200 Kilometer. Unterhalb von Wien, ich glaube, 50 Kilometer, 50 bis 100 Kilometer wohnt mein Bruder. Ist unterhalb von Wien. Könnte ich auch mal wieder anrufen. Österreich. Bin ich tatsächlich öfters. Also auch in ungefähr dann in deiner Richtung. Da kann ich tatsächlich mal vorbeikommen. Muss, was? Muss das? So muss das. Was? Verteidigung heißt nicht. Ach so, weil der Tank Verteidigung heißt. UBS, Strat, Tempel. Oh, hier sucht einer für Tempel. Haben wir leider das Level noch nicht für. Steiermark halt. Bin tatsächlich öfter erst in Österreich. Ich bin auch eigentlich, wäre ich tatsächlich, ich glaube jetzt sogar, nee, beziehungsweise nicht jetzt, in 2 Wochen. In 2 Wochen wäre Novara gewesen. Ich habe meine Karte seit 2 Jahren. So, können wir jetzt, ich glaube, ja, wobei, nee, wir müssen, ja, man kann leider, obwohl hier an der Seite kann man auch hoch, oder? Kann man da hoch? Kann man hier hoch? Das sieht nach einem Aufgang aus. Man kann auf jeden Fall, was war das denn? Man kann auf jeden Fall hier hoch. Ich glaube, da hinten hätte man auch hoch können, gekonnt. Dann wären wir auch da hinten, ne? Hätten wir auch da lang gehen können, aber egal. Wir machen uns jetzt auf Richtung Desolage. Ich schreibe denen mal ganz kurz auch, dass die mitsuchen dürfen gerne. Heiler und ein DD. Gut, der Tank wird einen Feuchten tun und mitsuchen. Tatsächlich würde ich als Tank auch nicht, weil als Tank hast du einfach den Luxus, dass du nicht suchen musst. Dass du gesucht bist. Genauso als Heiler leider auch. Aber der Jäger könnte wenigstens mitsuchen. Das heißt mal. Ich habe Schreibfehler. Hab Gilde gefragt. Na, mal hin. Es war ein 60er Heiler, der mich gerade angeschrieben hat, dass ich einen Schreibfehler drin habe. Der hätte mitgehen können. So, müssen wir aufpassen, dass wir nicht vom Weg weggehauen werden, aber normalerweise passt das. Wäre ich auch gewesen. Ich hoffe ja, dass es nächstes Jahr vielleicht endlich dazu kommt und ich dann wieder auf Festival gehen kann. Novak ist tatsächlich mein Lieblingsfestival und mittlerweile ist seit Jahren das einzige Festival, auf das ich noch gehen darf. Kann. Ja, darf. Und, ja, das ist jedes Jahr ein Highlight. Auch dann mit meinem Bruder, logischerweise. Da ich ihn sonst tatsächlich relativ wenig sehe, jetzt dank Corona und er hat auch ein kleines Kind mittlerweile, dadurch tatsächlich sehr, sehr wenig. Was ich sehr schade finde. Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwann, wenn jetzt Corona dementsprechend das Ganze wieder zulässt und ich doch irgendwann mal einen Impftermin erhalte, hoffentlich noch dieses Jahr, wäre tatsächlich der Plan für mich, dass ich nochmal eine Reise nach Österreich mache. Zu ihm dann. Habt ihr bei der Welt alle Quests angenommen? Ja. Kann ich? Weiß das einer zufälligerweise? Ich habe jetzt die Quest für Maraudon bereits abgeschlossen. Kann ich? Wenn ich die Quest abgeschlossen habe, also sie noch nicht abgegeben habe, aber abgeschlossen habe, kann ich die dann noch teilen? Ja, oder? Teilweise. Jetzt fragen die mich hier noch nach Quest. Ich will doch nur die blöde Gruppe vollkriegen. Okay, ich muss ein paar Minuten verstreichen, lassen uns dann nicht auf zu vielen Ignore-Listen, wenn ich ja dauernd durchspamme. Ja, eigentlich schon. Denke nämlich auch. Dann können die Quest noch teilen. Allerdings ist irgendeiner von denen zufälligerweise in der Nähe? Nee, natürlich nicht. Die sind irgendwo. Ach, guck mal, einer ist in Ironforge. Anderen sehe ich gar nicht vor lauter Questy-Zeug auf der Karte. Einer ist hier. Ah, da unten in. Oh Gott, im Schlingdorntal ist der Tank. Es sieht aber momentan leider eh danach aus, dass es schwierig wird heute. Wenn wir jetzt keine Gruppe finden, also wir werden jetzt erstmal eine ganze Weile unterwegs sein, bis wir da oben sind. Sollte ich keine Gruppe finden, sind wir auf dem Weg.
würde ich nach Zul'Farrag nochmal suchen. Wenn wir Zul'Farrag auch niemand finden sollten, dann würden wir einfach ein bisschen questen. Ich habe die Hoffnung, dass ich zumindest vielleicht heute Level 49 werde. Schauen wir mal. Level 50 sollte auf jeden Fall noch drin sein vor DBC. Level 60 ist nicht mehr drin. Außer ich würde auch sagen, okay, ich lasse mich boosten. Das, da habe ich auch echt keine Lust zu. Würde mitkommen. 47er Menschenpriester. 47er Heiler geht eigentlich. Aber wir sind eine Gruppe, das wird schon schwierig, aber besser als gar nicht. Kann beides. Brauchen Heiler. 47er. Die Gruppe wird echt nicht angenehm. Wenn wir jetzt noch, also wenn wir jetzt dann als Heiler. Okay, ich habe einen Heiler. Man darf leider halt auch nicht. Man kann sich's leider nicht aussuchen. Man kann nicht wählerisch sein. Das ist das Problem. So, jetzt suchen wir nur noch einen DD. Das ist allerdings machbar. DDs. DD. LFM, Mordon. DD. Dann go. Nicht optimal, auf jeden Fall. Tank ist 51 sogar jetzt. Also Tank super. Heiler 47, 48 soll das. Der ist auch gerade. Hä, die waren doch gerade Level. Der war doch gerade Level 47. Eigentlich gerade Level 47 gesagt, der ist auch 48. Und der Jäger ist. Nee, ach so. Nee, der Jäger ist 48. Stimmt, der Jäger ist 48. Der Priester ist 47. Kannst ja Heal oder DD schreiben. Du findest. Du findest keine Heiler, du findest aber die Ds, wie blöde. So, Desolate sind wir jetzt schon mal. Wir müssen jetzt noch nach da oben, beziehungsweise hier können wir auch nochmal einen Stopp machen, wegen der Quest. Aber wir müssen mal gucken. Am besten eigentlich auf dem Weg und dann immer nach oben. Er kann gerne mitsuchen. Mir wird gerade vom Priester eingebläut, dass ich noch einen Heiler suchen soll. Er möchte die D spielen. Ich hoffe, er kann heilen. Man muss echt in 5 Instanzen nicht viel heilen können. Zumindest in den kleinen Instanzen noch, das geht. Aber es sieht sogar tatsächlich mit die D. Normalerweise müsste ich zu bombardiert werden bis zum geht nicht mehr. Suche die D und dann geht's los mit Mauradon. Also Gruppe sonst steht, nur noch eine D. Da kein. Was hast du im Angebot? Wir haben gerne mal genau sowas hier. Ja, mal gerne mal spezielle Rezepte, die ich aber schon alle kann, die man gut loswerden kann dann wieder. Gibt's alles. Ab wann ist Mauer? 46er Schamane werde ich nicht mitnehmen. 48. Ich schreibe dir mal 48. Ich nehme jetzt nicht nur einen 46er mit. 48 hätte ich schon gerne. Zumindest bei den Idee kann ich zumindest halbwegs wählerisch sein. Beim Heiler kannst du es echt nicht aussuchen, beim Tank auch nicht. Aber bei einem DD, ich hätte zumindest noch irgendwas gern ab Level 48, sonst kriegen wir bei der Prinzessin echt. Oh, Krumsblut. Kann ich zu. Oh, cool. Wieso steht hier Krumsblut eigentlich bei Level 38ern rum? Was sonst kriegen wir tatsächlich bei, spätestens bei der Prinzessin wird es extremst übel, glaube ich. So, Kräuterkunde-Skill 258. Da geht es auch langsam vorwärts. Verteidigung ist euer Tank. Mit dem hatten wir heute schon Spaß im Vierer-Chat. Was? Erzähl, Shane. Soll ich ihn rausschmeißen? Dann finden wir allerdings nie, wir werden keinen anderen Tank finden. Hau raus. Beulengras. Na, das ist grau. Ich finde es keine Idee, das gibt's nicht. Ah, das war positiv gemeint. Der ist gut drauf. Ja, super. Da haben wir ja den richtigen. Leute mit gut drauf können wir gebrauchen. Oh, der Jäger ist gerade tot.
Ich verwechsel das übrigens aufgrund von Zwergenpriester. Ich bin gewohnt, dass ein Priester Zwerg ist. Deswegen verwechsel ich den Jäger gerade. Wobei, ich bin es auch gewohnt, dass ein Jäger Zwerg ist, tatsächlich. Und das Traurige ist, dass ich jetzt nicht mal eine... Jane, hast du Lust auf Maraudon? Zufälligerweise. Hat er sich jetzt ernsthaft wiederbelebt? Mit dem 10 Minuten Debuff? Na super. Wir brauchen einen DD für Maraudon. Freiwillige vor. Oder Heal. Oder beides. Auch gut. Eigentlich gerne, aber ich bin gerade auf dem Weg nach Höhlen des Wieglagens. Ah, okay. Schade. Schade, schade. Denk für Strat. Oh, du findest halt echt hier niemanden. Beulengras? Nee, brauchen wir nicht. So, gucken wir mal, ob wir die Quest hier abgeben können. Ich kann die Quest zwar jetzt dann nicht mehr teilen, aber ich würde sie trotzdem zumindest die hier gerne abgeben. Die Quest beim Flugpunkt kann ich von mir aus auch lassen, dann kann ich die Quest noch teilen. Aber die Quest hier würde ich gerne abgeben, weil ich will extra nicht nochmal hier runterreiten müssen. Zwei Robe mit 20 Intelligenz, da ist unsere mit... Oh. Die ist ein, ja, wir haben 5 Intelligenz, wir haben 15 Schaden drauf. Wir nehmen die Robe mal mit. 9000 Erfahrungspunkte dann immerhin. Ob sie besser ist oder nicht, müsste man jetzt heraus... Okay, meine Stats funktionieren nach wie vor nicht. Die müsste das... Das Addon muss ich noch deaktivieren. Könnte man rausfinden, wenn man die Stats vergleicht. Können wir gleich mal machen. Aber ich finde kein DD für... Das gibt's ja echt nicht. Zumindest ein DD muss doch drin sein. So, 51 plus. Ach ja, ich freue mich auf DBC. Dann sind wir den Stress erstmal los, weil ich glaube, da zähle ich gerade am Anfang. Vor allem auch als Tank, eine 5er-Gruppe zu finden für die ersten Instanzen in DBC, sollte als Tank nicht wirklich lange dauern. Ich schätze mal irgendwas zwischen 10 und 15 Sekunden. Kommen wir irgendwo eigentlich hoch? Es gibt irgendwo doch einen Aufgang, oder? Ist da? Man muss ein bisschen aus, also hier hin, glaube ich, irgendwo ist der Aufgang. Ich bin da tatsächlich nur, wenn ich Maraudon laufe. Sonst nicht. Also Desolage, glaube ich, habe ein einziges Mal hier gequestet. Und das ist schon ein paar Jährchen her. Kommen wir hier hoch? Na? Komme ich dahinter? Was ist das hier überhaupt? Wildstahlblume? Wie komme ich denn... Komme ich denn da hinten hin? Noch von da unten. Habe eigentlich gedacht, dass man zeitlich hoch muss. Was sind da die... Oh, guck mal, der ist, glaube ich, auch gerade ein Aufgang. Kann das sein? Da oben ist es auf jeden Fall. Irgendwo muss es einen Aufgang geben. Vielleicht auch hier hinten irgendwo ein Berg drin. Endlich kann ich mal in Ruhe einen Livestream von dir anschauen. Ja, sehr schön. So muss das sein. Ich verlaufe mich nur gerade die ganze Zeit. Und wir finden keine Gruppe. Geht's hier hoch? Nee. Wie komme ich denn da hoch? Gibt's ja nicht. Das sieht aber auch nicht nach Aufgang aus. Da, oder? Nur noch DD. DD oder Heal. Der Heiler ist, der will unbedingt DD spielen. Das macht mir ein bisschen Sorgen tatsächlich. So, wir haben den Aufgang gefunden. Yay!
Wenn das der Sport ist, den ich denke, dann ist es komplizierter hochzukommen. Ja, ist es auch. Deswegen, ich bin normalerweise, ich lasse mich normalerweise hier tatsächlich immer, ich habe immer den Luxus, ich finde irgendeinen, der mich gerade hin teleportiert und ich dadurch den Flugpunkt mir holen kann. Innen wäre sogar noch eine Quest. Ist das eine Level 47er Quest? Ab welchem Level ist mal, wieso werde ich das dauernd gefragt? 44er Magier, das wird aber schlimmer. Vor allem Magier auch noch. Wie darf ich helfen? Der letzte Slot würde ja wohl machbar sein. Auf euch war eine dieser Belohnungen. 8 Pflanzen, in dem ihr. Oh, das ist eine Quest, oder? Bin DD Level 44. Ab 48. Ich glaube, die haben die. Mir wurde es zumindest gerade gesagt. Weiß das zufälligerweise einer? Die Prinzessin ist wohl runtergepatcht worden. Von Level 51 auf Level 48 kann das sein. Ich meine, wir haben das letzte Mal gegen sie gekämpft. Ich glaube, ich habe nicht auf ihr Level geachtet. Aber ich glaube, die ist immer noch Level 51. Mir wurde gerade verkauft, dass die runtergepatcht worden ist. Mit dem Pre-Patch. In Mauerdon lassen sich die meisten lieber boosten. Das ist allerdings richtig. Aber es wird ja wohl eine Idee zu finden sein. So. Dann haben wir den Flugpunkt. Sehr schön. Hat nur knapp eine halbe Stunde gedauert, den Flugpunkt zu bekommen. Aber zumindest eine halbfertige Gruppe für Maraudon. Leider ein DD zu wenig. So. Wir können wählen. Das Schwert ist übrigens geil. Trefferchance gewährt euch einen zusätzlichen Angriff bei eurem nächsten Schwung. Das ist tatsächlich geil zum Tanken. Ich habe nur die Quest, glaube ich, zu spät gemacht mit Guybrush. Da war es dann schon wieder, glaube ich, sinnfrei. Oder ich hatte es, glaube ich, sogar kurz an. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wollte es mir auf jeden Fall holen oder habe Mauerdon danach nicht mehr gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas davon auf jeden Fall. So, ein zweihändiger Stab, der Mana und Gesundheit wiederherstellt. Das ist leider nicht gut. Und einen Bogen, der leider auch nicht gut ist. Ich glaube, ich werde das Schwert nehmen, weil es wahrscheinlich, obwohl der Stab könnte mehr nehmen mal den Stab in der Hoffnung, dass der mehr Kohle bringt, wie wenn ich jetzt das Schwert nehme. 10.000 Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Und uns fehlt halt immer noch der letzte Didi. Wenn ich das lesen würde, suche für Mauradon ein Didi und dann geht's los. Boah, ich würde dem ins Gesicht springen vor Freude. Mehrgeil, ich habe Ruhe und kann entspannen. Ja, wunderschön. Laut WoW-DBC ist sie auf 48 runter. Oh, cool. Na gut, das ändert ein bisschen. Reicht mein Level? 42er. Es wird aber schlimmer, dann hätte ich den 46er Schaman sogar mitnehmen können. Wusste ich gar nicht, tatsächlich, dass die schon runter ist. 42 nehme ich nicht mit. 46, okay. Und wieso... Die andere Frage ist, wieso dauert Magier? Gut, der Loot ist nicht schlecht für Stoffklassen, tatsächlich. Aber ich würde auch tatsächlich ungern noch einen Magier mitnehmen. Sondern eher vielleicht tatsächlich irgendwie noch Schamane, Paladin oder irgendwas anderes. Oder Druiden oder sowas. Reicht dem... Das heißt, die Prinzessin ist runtergepatcht worden auf 3 Level. Hier! 47er Druide! Na, dann... Okay, dann war meine Sorge unberechtigt. Sehr schön! Dann können wir vor die Instanz... Komme ich hier runter? Ja, oder? So... So, dann können wir los. Wir haben einen Druiden, der kann notfalls vielleicht auch mitheilen. Je nachdem. Juhu! Und wir können los. Wir brauchen 2 Leute, brauchen wir zum Porten. Also ich und noch jemand müsste hier auftauchen. Es ist aber... Gar keiner in der Nähe, oder? Seht das gerade richtig? Es ist nicht mal ansatzweise irgendwo einer... Doch, hier. Der Priester kommt gerade schon. Okay, sehr schön. Ich brauche noch einen zusätzlich zum Porten, nämlich. Dann können wir die restlichen Leute ranporten. Das mit dem Portstein ist übrigens sehr geil. Aber das ist auch eine Änderung, die ich liebe.
Weil das macht es tatsächlich um einiges leichter, die Leute ranzukriegen, gerade ohne Hexenmeister. Okay, Gruppe voll. Wenn die Prinzessin tatsächlich nur Level 48 ist, kein Thema mehr, sie zu treffen. Dann ist der 51er Tank sogar überpowered. Der Jäger ist auch super, der Priester ist auch super und der Druide ist auch super. Dann haben wir echt mit der Gruppe gar keine Probleme. Ich habe da nicht drauf geachtet. Mir waren ja Mauradon letzte Woche. Letzte Woche müsste das auch schon so gewesen sein, dass die Prinzessin Level 48 dann dementsprechend ist. War mir so gar nicht klar. Und ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe allerdings auch nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Auf los geht's los. Und die Gruppe ist anscheinend schwer motiviert. So, und wir reiten jetzt schon mal runter und können wir ranporten. Dann wird das noch was heute. Sehr schön. Übrigens, kurze Frage. Hast du schon Staffel 7 oder 8 von 7 Days to Die aufgenommen? Welche Staffel kommt gerade, Johnny Walker? Staffel 7, oder? Ich glaube, Staffel 7 kommt gerade. Kann das sein? Kommt gerade Staffel 7? Das war der schlimmste Döner, den ich je hatte. Scooby, du hast jeden Mittwoch Döner. Kauft ihr immer unterschiedlich? Also bei unterschiedlichen Menschen? Oder selber gemacht? Immer unterschiedlich. Oh, das selbst dann. Döner immer unterschiedlich ist auch schwierig. Erzähl mir mehr. So, okay. Priester ist auf dem Weg. Wir haben noch eine zusätzliche Quest für Mauradon annehmen können, was sehr schön ist. Ah, das hier ist übrigens... Oh, die Fiole müssen wir füllen. Das ist die Quest, die ich jedes Mal verpeilt habe. Das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Die verpeile ich jedes Mal. Schattensplitter. Das haben wir 10 Schattensplitter in mal... Okay, Schattensplitter haben wir nur einen bis jetzt. Muss mal gucken. Das mit der Fiole kriege ich vielleicht hin, wenn ich Glück habe. Ide Verlies Boost. What? So, wir können dann gleich nochmal Wasser herstellen, aber wir werden jetzt, da wir definitiv der erste... Okay, der Priester ist anscheinend AFK. Schlecht. Kommen die anderen, machen die sie auf den Weg oder warten die, bis einer geportet wird? Der ist ewig weit weg, der hier ist gerade in Eisenschmiede. Da unten fliegt noch irgendwo einer rum. Boah, okay, das wird eine... Weißt du, welche Quest nicht teilbar ist? Keine Ahnung. Kein Plan. Ich glaube, ich gehe mal den Verteidigungs auch zum Anführer befördern. Der kriegt auch gleich mal den Gruppenanführer. Ich möchte diese Rolle nicht länger innehaben. Ich bin übrigens gerade schon vorbeigeritten. Ich habe jetzt noch 3 Quests, die kann ich denen gerne teilen, wenn das geht. Alle, für die man ein Item bekommt. Also die Filionen-Quest ist schon mal gar nicht teilbar. Gib mir 3 Sekunden Zeit und ich schau schnell. Ich bin immer in unterschiedlichen Städten, wo andere Dönermänner sind. Ja, dann würde ich zu dem nicht mehr gehen, dann geh zu deinem Lieblings. Hier werden gerade wild irgendwelche Quests durch die Gegend gepostet in der Gruppe, das verwirrt auch. Glaube, wo muss man lang? Jetzt da hinten lang? Nee, oder? Doch, jetzt auch lang. So, jetzt muss nur noch den Eingang finden. So, ich verlasse mal den Vierer-Channel wieder. Und raus. So, hier ist irgendwo ein Instanzeingang. Und dann brauchen wir noch den Portstein. Ich hoffe, der Priester ist immer noch AFK. Okay. Das ist schon mal schlecht. So, da ist er. Irgendwo hier unten war auch der Portstein. Da ist er. Leider Horde. So. Wie sieht's aus? Schlecht. Die sind noch nicht mal auf dem Kontinent, oder? Ich sehe zumindest keinen. Brauche nur einen zum Porten hier. Ja, der Priester ist leider gerade AFK, was schlecht ist.
Der hat zwar relativ zügig da gewesen, aber der ist AFK. Und der Rest ist, ja, Eichenbaum, der lässt sich definitiv porten. Der ist nicht mal ansatzweise auf dem Weg. Der auch nicht. Und der Tank ist auch irgendwo da unten wieder. Der war auch gerade mal da und fliegt jetzt nach da. Okay, die haben keinerlei Interesse anscheinend. Sehr schön. Das heißt, ja, wir können jetzt warten, bis die Leute da sind. Ist am nächsten bei dir. Der ist AFK. Ja, der Priester ist AFK. Ob er mal wiederkommt, ist die andere Frage. So, der Priester? Nee, das ist doch... Doch, ist der Priester. Oh, der Priester ist offline. Okay. Das ist jetzt doof. Der Priester ist nicht nur AFK, er ist offline. Gut, schauen wir mal. Also, ganz ehrlich, es wird schwierig, aber das gehört zu World of Warcraft dazu. Das passiert jedem tatsächlich ab und zu, also was heißt ab und zu, mal einmal im Monat passiert das einem in World of Warcraft, dass man dann mal eine Gruppe erwischt, wo dann einer mal weg ist, einer ist AFK, den Rest ist es völlig egal, die wollen nur rangeportet werden, die machen sich nicht mal ansatzweise die Mühe, dahin zu latschen. Ja, gucken wir mal, ob der wiederkommt. Momentan bist du bei Staffel 6 laut YouTube. Staffel 7 ist schon aufgenommen, Johnny Walker, dann dementsprechend. Eine Staffel weiter habe ich aufgenommen. Staffel 6 geht noch ein paar Folgen auf jeden Fall, glaube ich. Ja, Staffel 6 geht noch ein paar Folgen. Staffel 7 habe ich aufgenommen. Staffel 7 ist aber auch die Staffel bei 7 Days to Die, wo ihr euch echt drauf freuen könnt. Problem ist nur, ich habe sie mittendrin dann irgendwann aufgehört, weil ich glaube, da kam irgendein anderes Game kam wieder dazwischen. Ist ja auch schon ein bisschen her, wo ich die aufgenommen habe. In Staffel 7 ist die 7 Days to Die Staffel, wo Zombies tagsüber rennen und abends sprinten. Also dauerhaft rennende Zombies tatsächlich. Und Schwierigkeitsgrad Krieger, glaube ich sogar. Und ich habe es mir noch irgendwie schwerer gemacht, glaube ich. Also zumindest auch das Schwerste, was ich jemals gespielt habe bei 7 Days to Die. Hat aber auch mega Bock gemacht. Und ich bin gar nicht so oft gestorben, man muss nur vorsichtiger sein. Also ich bin tatsächlich sehr vorsichtig gewesen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Ey, ganz ehrlich, wir können auch... ja, mach's doch so. Komm hier. Was soll's. Ich schalte mal oben rein. Ah, kommt schon. Es passiert jetzt eh nicht viel. Ich stehe jetzt hier am Portstein. Der, ja, Priester ist nach wie vor AFK. Ich hoffe, der kommt wieder. Und der Rest bewegt seinen, ja, Hindern nicht mal ansatzweise in unsere Richtung. Deswegen mal gucken. Und ich glaube, wir können schon mal einen neuen Priester suchen. Vielleicht sollte ich das, ich bereite schon mal die Gruppe seelisch drauf vor. Könnte sein, dass wir dann einen neuen Heiler brauchen. Punkt. Ich schreibe das schon mal. Denn die Suche nach einem neuen Heiler kann tatsächlich etwas länger dauern. Gerade Heiler ist natürlich kacke. Wäre es eine Idee gewesen, gut, shit happens. Heiler, doof. Vielleicht kann der Druide heilen. Heißt immer ein Eichbaum. Bäume können ja irgendwann heilen. Ich habe noch nicht so viele bescheuerte Namen in einer Gruppe gesehen. Was? Ach ja. Ich finde, Verteidigung ist ein vernünftiger Tankname, zumindest Eichbaum ist ein vernünftiger Druidenname. Ich kann, mit dir am Sonntag die Schlingendorn-Dahl-Quest machen. Was? Schlingendorn-Dahl-Quest, die sind grün. Die werde ich nicht mehr machen, Skull. Ich habe immer Leute, die ich nicht mal auf den, die sich nicht mal auf den Weg machen. Ja, das ist schlimme. Also man müsste ja zumindest, man könnte ja zumindest versuchen, sich zumindest auf den Weg zu machen. Also nicht einfach von vornherein davon ausgehen, dass man sowieso hergeportet wird, sondern sich tatsächlich auch auf den Weg machen. Und ja, mithelfen, supporten dann dementsprechend. Ich bin auch niemand, der dann sagt, okay, ich warte jetzt, stell mich irgendwo in die Stadt und bin AFK und lass mich einfach ranporten. Denn ich bin's ja und lass mich dann porten. Finde ich auch. Machen sehr, sehr viele, ist leider so. Und wir müssen übrigens auch nach in die Mondlichtung. Ist doch Moonglade, oder? Mondlichtung.
wo wir dann mal gucken müssen, wie wir da hinkommen, weil normal ist, mir ist tatsächlich nur der Weg über den Teufelswald eigentlich bekannt, dass man hier durchreiten kann. Wird schwierig. Ich glaube, hier gibt es keinen Weg. Von der dunklen Küste aus. Wie man da hinkommt. Außer man ist Druide. Dann hat man den Luxus nicht. Okay, der Priester. Ich glaube, wir werden einen neuen Priester suchen müssen. Dass sich der Druide noch nicht zu Wort gemeldet hat, aber heilen kann, wird es auch schwierig, glaube ich. So. Ich bin. Freue mich schon, wegen Seven Days habe ich dich abonniert. Schau gerade Staffel 4 nochmal. Wie nur wegen Seven Days to Die? Es gibt so viele geile Games. Aber natürlich freut es mich allgemein. Staffel 4 noch wie nochmal? Nochmal? Ernsthaft? Du hast Staffel 4 schon gesehen und schaust es dir nochmal an? Hey, da muss ich in Staffel 4 anscheinend irgendwas richtig gemacht haben. Ich sollte mir Staffel 4 auch nochmal angucken. Was habe ich in Staffel. Was war in Staffel 4 anders wie in den vorigen Staffeln? Ernste Frage. Es ist egal, ob die Quests grün sind, sie bringen immer die gleichen Erfahrungspunkte, außer sie sind grau. Genau, aber eine Quest im. Klar, bringt eine. Moment. Ah ja, hier sieht man es doch. Moment, Moment, Moment. Ich kann wieder nicht rauspappen. Jetzt geht's. So, eine grüne Quest. Grüne Quest, grüne Quest, grüne Quest. Natürlich finde ich jetzt wahrscheinlich keine. Normalerweise findest du nie gelbe Quests. Das finde ich nur noch gelbe Quests und keine grüne Quests mehr, oder? Da ist eine grüne Quest. Scheiße, das ist die wiederholbare Quest natürlich. Ah, guck mal hier unten. So, grüne Quest bringt 3950 Erfahrungspunkte. Eine gelbe Quest bringt 6000 Erfahrungspunkte. Argo. Gelbe Quest lohnt sich mehr wie die grüne Quest. Gut, hier, 55er Quest bringt 8000 Erfahrungspunkte. Das wäre natürlich noch besser. Aber hier, du kriegst halt für die grüne Quest, bringt halt insgesamt dann trotzdem weniger Erfahrungspunkte. Das ist halt dann einfach so. Je höher du levelst, desto mehr Erfahrungspunkte kriegst du auch pro Quest, weil du brauchst auch mehr Erfahrungspunkte hochzusteigen dementsprechend. Also ja, prinzipiell hast du recht, aber es lohnt sich trotzdem mehr gelbe Quests zu machen. So ist es einfach. So, der ist auf jeden Fall weg. Wir sollten. Sollten groß schreiben? Wir sollten einen neuen Heiler suchen. Der war. Also, ganz ehrlich, der Heiler war eh absolut unbegeistert davon, dass er heilen musste. Beziehungsweise der Heiler DD-Heiler. Der war eh unbegeistert, dass er heilen musste. Von dem her. Glaube ich, ihm tut es sich so leid. Bin schon lange dabei. Top! Einen Heiler zu finden ist allerdings schwierig. Ich wusste allerdings nicht, ob er es sucht, weil ich habe den Leader abgegeben. Ich habe den Leader abgegeben, bevor der Heiler gegangen ist. Ich muss mich nicht mehr mit dieser Aufgabe beschäftigen. Ich werde trotzdem mal weiterschreiben. LFM Maraudon. Heiler, dann go. So, ich kann auch mal fragen meine Gilde nach. Da habe ich, glaube ich, noch gar nicht gefragt heute. So. Leider ist die tatsächlich die Hoffnung recht gering, dass ich einen finden werde. Sowohl in der Gilde wie auch im Vierer-Channel. Ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dass ich als Priester heilen muss. Ja. Wenn du. Es ist halt. Das heißt ein Problem. Es ist so. Wenn du einen Priester spielst. Gehen die Leute automatisch davon aus, dass du Heiler bist. Also. Uff, aha, was? Was? Ein 39er? Okay, das. 39er Heiler ist ein bisschen niedrig. Etwas. Müsst ihr jetzt seit dem Faden wurde. Ja, ist tatsächlich so. Also wenn mich ein Priester anschreibt, gehe ich auch davon aus, dass er heilt. Habe ich auch bei ihm, habe ich auch bei dem gleich gemacht. Nicht, dass er DD ist. Also es ist einfach, Priester ist halt die Heilerklasse. Also ein Priester ist ein Heiler und kein Damage-Dealer. Das tut mir sehr leid. Das ist einfach so.
Finde ich lustig und ich genieße es. Als nächstes kommt Staffel 3. Ich habe genau die gleiche Probleme. Bis auf World of Warcraft schaue ich alles von dir. Sei es Sheldred, 7 Days to Die, Green Hell, Evoland und so weiter. Geil! Gut, World of Warcraft kann ich verkraften, dass du es nicht bei mir guckst, aber wenn du den ganzen anderen Rest guckst, ist schon mal geil. Information für dich dann insbesondere. Der Rest ist wahrscheinlich nur wegen World of Warcraft dann hier. Ist meistens so. Ist auch nicht schlimm. Information für dich. Medieval Dynasty kommt. Wenn ich Glück habe, schaffe ich morgen die erste Folge rauszuhauen von Medieval Dynasty. Da wird es, ich schätze mal, an die 10 Folgen werden es geben. Viel mehr allerdings nicht, weil es nach wie vor noch in der Beta-Phase ist einfach und noch nicht ausgereift ist. Und es kommen viele Patches auch zurzeit. Deswegen habe ich teilweise tatsächlich, Version 4 habe ich angefangen, jetzt Version 5 draußen. Ich habe tatsächlich auch ein paar Probleme mit der neuen Version dann dementsprechend. Muss mal gucken, 10 Folgen werden es auf jeden Fall. Und danach kommt Subnautica Below Zero. Das lohnt sich richtig. Auch das Subnautica-Let's Play, was ich gemacht habe für den ersten Teil. Wenn du das noch nicht gesehen haben solltest, ich gehe mal davon aus, dass du das gesehen haben. Ich wollte sagen, der ist kurz... okay. Der Jäger ist kurz aus der Gruppe gegangen. Er hat zumindest kurz aus Gruppe geschrieben. Vielleicht kommt er wieder. Das kann man... Also Subnautica Below Zero und Subnautica sollte man sich echt anschauen. Gerne bei mir oder selbst spielen natürlich auch. Meine Gruppe hat sich gerade aufgelöst, soll zum Heilen kommen, muss aber meine Skillung erst noch machen, ist ja alles resettet. Jane, gerne! Gerne, gerne. Lad mich ein. Kann ich nicht. Ich hoffe, der Jäger kommt wieder. Ah, ihr seid jetzt der Gruppenführer. Einladen! Sogar mit Paladin! Wie geil! Was, bist du Level 60, oder? 57, perfekt. Okay, Heiler ist top. Einladung rückgängig machen. So, dann brauchen wir nur den Jäger wieder. Ich schreibe dir mal, ob er wiederkommt oder nicht wiederkommt. Er kann mir auch gerne die Wahrheit sagen und wenn er keinen Bock mehr hat, kann er das gerne sagen. So, dann brauche ich immer noch einen, der aber mit portet. Also, das Problem hat sich halt nach wie vor nicht geändert, dass ich hier gerade alleine stehe. Und es ist doch da. Da unten ist der Verteidigung und da kommt Eichbaum. Yo, Invite. Einladen. Ja, bestimmt. Jane, wir können nicht porten, weil du im Level zu hoch bist. Du musst leider tatsächlich den Weg auf dich nehmen. Den Rest sollten wir porten können, aber dich definitiv nicht. Den neuen. Ah, nee, der war Level 48. Der ist jetzt auch Level 49 geworden. Ja, GZ auf jeden Fall. Jetzt ist allerdings tatsächlich, also mit der Gruppe, wenn jetzt auch nochmal das Ganze gedownpatcht wurde, sollte es gar kein Problem mehr sein. Das hätte ich fast überlesen, Jane, auch noch. Ne, als Priester kannst du auch Schaden machen und sogar guten Schaden. Stimmt, du kannst Schaden machen, aber davon geht keiner aus. Als Priester. Wollte halt Schatten eigentlich spielen, aber wurde dann halt nichts. Ja, da musst du, also zumindest Boniface, wenn er muss es so machen, da musst du echt durchsetzen. Weil du bist einfach als Priester bist du einfach Heiler. Das, zumindest denkt jeder so. Freue mich schon, habe ich gesehen. Ja, sehr schön. Also Subnautica tatsächlich ein, das Spiel ist einfach echt cool. Gerade im Survival-Bereich ist Subnautica echt mal sehenswert, muss man sagen. Mit welchem Streaming-Programm streamst du? Ich mache es momentan noch über Streamlabs OBS, will aber auf OBS Studio wechseln. Bereite das schon ein bisschen länger vor, aber momentan noch Streamlabs OBS. Allerdings mit vielen anderen Hintergrundprogrammen. Stream Elements beispielsweise. Was mache ich noch? Dann ganz normal Streamlabs dann auch noch. Stream Elements. Was habe ich noch? Tipi Stream und so weiter. Also viele andere Programme noch im Hintergrund. Beziehungsweise Browserprogramme halt.
ich habe einen Schattenpriester und uns sagt das auch so, hab keine Probleme. Genau, du musst sie halt, wenn du einen Priester spielst und das kein Heiler ist, musst du das halt jedes Mal, am besten schreist du das halt gleich mit dazu. Hi, also wäre dabei, bin aber die D beispielsweise. Das musst du als Priester dann halt gleich mit dazu schreiben. Weil die Leute gehen halt automatisch davon aus, dass du heilst. Also es ist halt einfach so. Da kannst du auch nicht wirklich was gegen tun. Kann mir mal einer erklären, was Verteidigung treibt? Der ist irgendwie... Gefühlt springt der von oben nach... Der war doch gerade hier. Was macht der Typ? Reitet der? Hat er den Flugpunkt nicht oder was? Hat der reitet... Der, hä? Ernsthaft, der reitet jetzt von hier nach ganz oben oder was? Ich hoffe, Eich... Ah, guck mal hier. Jetzt kommen sie alle. Wir warten erst... Also die YouTube-Folge ist in der letzten Zeit kam sehr viel... Also die letzte YouTube-Folge war 1 Stunde 20, glaube ich, lang. Die davor war eine Stunde lang. Die läuft jetzt auch schon eine Stunde. Ich werde die Folge erst... Die Folge wird beendet, wenn Mauradorn anfängt. Wieso will denn der mit dem Level da rein? Jane, ich glaube, du bist gemeint. Weil sie nett ist. Das ist die Antwort. Ich denke, wir schaffen das vielleicht bis zum Imperator. BRT, da freue ich mich auch drauf. Ich streame über Twitch Studio und es klappt gut. Ja, also wie gesagt, es gibt ja Streamlabs, OBS, OBS Studio, irgendwelche anderen Anbieter, das funktioniert ja alles. Ich finde es schade, dass du keine Seven Days to Die Livestreams mit so einem Baby Beinock und Riker machst. Hoffe, ich habe die Namen richtig geschrieben. Falls nicht, so. Nö, ist keiner. Von denen ist heute keiner da, Johnny Walker. Kannst schreiben, was du möchtest über die. Wir können auch lästern. Die kriegen das eh nicht mit. Und Seven Days to Die Livestream ist das Problem momentan. Es ist einfach eine größere Resonanz. Ich kann es so sagen, wie es ist. Also tatsächlich, mal Fakten auf den Tisch. Es ist so, wenn ich ein anderes Spiel spiele, außer World of Warcraft, habe ich 5 bis 10 Zuschauer im Durchschnitt. Momentan sind es zwar auch nur 15 bei World of Warcraft, aber es waren auch bei World of Warcraft schon mal 60. Und bei anderen Spielen, die nicht World of Warcraft sind, komme ich nicht mal auf 10 meistens. Das ist halt das Problem. Deswegen, klar, könnte ich das auch streamen. Zuschauer sollten prinzipiell nicht der Grund sein, wieso du das dementsprechend zeigst. Aber... es lohnt sich einfach mehr, wenn ich das anders da mache. Und Seven Days to Die einfach dann offline, also für mich spiele und nicht als Stream spiele. Mal abgesehen davon, das Problem ist, wenn ich mit Riker, Zombibi und Beinock und sowas Seven Days to Die spielen möchte, die müssen Zeit haben dafür. Und es ist ein Spiel, Seven Days to Die, wo du mehrere Tage spielen musst, damit es überhaupt Sinn macht. Also tatsächlich auch mehrere Streams machen musst. Und das Problem ist, die müssen Zeit haben, ich muss Zeit haben zu den Streams. Und das ist auch immer tatsächlich schwierig, mit anderen Leuten sowas zu spielen. Und da, bei World of Warcraft geht's halt noch, weil du mit anderen, also auch immer mit anderen Leuten spielst und nicht immer mit den gleichen spielst. Es ist ein bisschen schwierig, aber das sind so die, also das sind die zwei Hauptgründe, wieso ich es tatsächlich nicht mehr als Livestream bringe und in nächster Zeit auch nicht geplant ist als Livestream. Ich hatte allerdings tatsächlich in den alten Livestreams sehr viel Spaß. Ich sehe keine Nachrichten aus der Gruppe im Chat. Was? Wieso? Es hat auch keiner was geschrieben. Ich kann mal... Ich schreibe mal Test rein. Siehst du Test? Ich habe im Gruppe-Channel, also in der Gruppe Test geschrieben. Das solltest du vielleicht sehen. Aber es schreibt auch gerade keiner was bei der Gruppe. Weil du eben meinst, wieso ich mit will. Nee, der hat mich angeschrieben. Der Verteidigung hat mich angeschrieben, wieso du mitgehst. Weil du so ein hohes Level hast. Wieso gehst du mit dem hohen Level mit? Guten Abend, Chaos Flo. Flo, hallöchen. Hi, wie geht's? Alles gut? Kann das Riker und so ein Baby petzen? Ach ja. Vielleicht kommt ja Riker oder so ein Baby noch. Dann können wir auch vor ihren Rücken über sie her, oder vor ihnen über sie herziehen. Ich auch kein Problem mit. Ist ja eh alles nur Spaß. So, Verteidigung. Dazell ist gleich da. Guck mal, alle gleichzeitig. Wie schön.
Muss man, prinzipiell braucht man gar keinen mehr porten, ist doch geil. Wo ist Jane? Jane ist auf, okay. Da warten wir sehr gerne. Oh, guck mal hier. Das war jetzt aber hier. Holla, die Waldfee. Das ging aber schnell. Huch. Hast du in der Scherbenwelt gelandet gerade schon? So, das heißt, porten können wir Jane leider nicht. Das heißt, wir werden warten müssen, bis sie da ist. Hast du, Jane, hast du den Flugpunkt Desolage? Zufälligerweise. Oder musst du auch über Firalefs kommen? Aber dann kriegen wir heute zumindest noch Mauradorn hin. Mit der Gruppe sollte es jetzt dann auch relativ zügig hoffentlich machbar sein. Gerade wenn das ein bisschen runtergerechnet worden ist, müsste das klappen. Habt ihn. Perfekt. Dann geht's schneller. Aber schönen Abend noch. Ich gehe was essen. Boniface, guten Hunger wünsche ich. Guten Hunger. Scooby, das war ja auch keine Beschwerde, dass ein hochleveliger dabei ist. Es ist nur seltsam. Was heißt seltsam? Eigentlich gar nicht mehr so seltsam. Aber normalerweise findest du selten einen fast Max-Level-Charakter bei irgendwelchen Mauradon, Zul'Farak oder sowas Instanzen. Eher selten. Außer jemand, der gerne, also der halt hilft. Dafür sind wir eben vor der Nase davon. Wie, davon gefahren? Hä, du bist doch drüben. Ach so, oder da. Ach, davor wahrscheinlich. Okay. Das kenne ich. Das macht das Schiff absichtlich. Ja, jetzt. Das macht das Schiff absichtlich. Das geht mir auch jedes Mal so. Vor allem aber immer so, dass ich noch ins. Also noch vom Steg abspringe. Und wenn ich in der Luft aber es nicht mehr schaffe zum Schiff, sondern so einen Zentimeter vorher vom Schiff dann runterfalle. Aber ich denke, ich schaffe es noch, deswegen springe ich noch, versuche aufs Schiff zu kommen mit dem Sprung, schaffe es aber nicht. Und das passiert mir tatsächlich sehr oft. Ja, bin im Wasser gelandet. Ja, genau das, das macht das Schiff absichtlich. Da steht ein Game Master und lacht dich aus irgendwo im Hintergrund. Ist aber auch geil, wie sich Leute einfach Alt F4. Ah ja, das ist die altbekannte Methode. Wenn ich in der Gruppe nicht mitspielen möchte, logge ich mich einfach aus. Haben wir alle schon mal gemacht. So. Wir können mal versuchen zu porten, aber es wird, glaube ich, nichts. Wobei es jetzt auch. Ja, ganz ehrlich, bis Eichbaum dann auch noch da runtergeritten ist. Ich glaube, unser Jäger war doch... Wo ist unser Jäger hin? Ah, da unten. Gott, was macht er denn? Ah, okay, okay, den Jäger können wir auf jeden Fall ranporten. Der hat den Flugpunkt in Desolage nicht. Der muss auch, der wird zur Firalefs, würde er wahrscheinlich den Flugpunkt nehmen. Müsste dann nach oben reiten. Achso, ich gehe mal wieder den Gruppenanführer ab. Was soll's Beste draus machen? Sag mal so, wir haben den Level, was war es, Level 46er Priester verloren, der mehr auf DD machen wollte als auf Heiler, was okay ist. Aber wir haben mal einen Heiler gesucht. Und haben dafür einen 47er eine Paladinin bekommen, 57er. Was will man mehr? Besser kann es ja nicht laufen. Mich ärgert nur, dass es öfters passiert. Das passiert sehr oft. Mir ist passiert, ich wollte nach Oni und bin ins Wasser gefallen und alles aus der... alle aus der Nervenlinie haben es gesehen und haben gelacht. Denen ist das definitiv auch schon passiert. Das ist auch sowas, das passiert ja, wenn du World of Warcraft spielst, passiert ja das definitiv, dass dir das Schiff vor der Nase wegfährt, du noch springen willst und ins Wasser plumpst. Das sind so Dinge, die passieren da auch, wenn du länger spielst, nicht nur einmal, sondern ungefähr 2.000-3.000 Mal. Das ist einfach so. So, der erste sollte bald da sein. Ja, der war ein bisschen... Hä? Ja, reitet er jetzt erst da hoch und holt sich den Flugpunkt? Ne, er holt sich die Quest. Und jetzt holt er sich wahrscheinlich noch den Flugpunkt. Achso, war Eichbaum. Ja gut, Eichbaum und ich können einen Port.
Ich hoffe, irgendwann kommt einer. Also wir sind jetzt erst seit einer Stunde, vier Minuten mit Gruppensuche. Plus auf die Leute warten zum Brandporten über eine Stunde. Warum nicht? Kann man machen. Wie sich alle noch vor Burning Crusade equipen, das versteht. Ja, das ist tatsächlich so. Momentan versuchen immer noch Leute, irgendwelches Equipment zu kriegen für Burning Crusade. Man wird, wenn es jetzt nicht irgendwelche D3-Items sind, wirst du halt tatsächlich spätestens mit Level 62, wirst du BWL-Items, AQ-Items dann schon ablegen, weil die BC-Items einfach viel besser sind. Auch grüne Items teilweise dann schon. Gerade aber vor allem blaue Items aus Instanzen, die sind dann einfach schon besser. Das ist so. So, wir müssen mal gucken. Ich glaube, wir werden, ich hoffe auch, dass wir nicht alles machen. Wir werden einen Flügel machen, wir werden die Prinzessin machen, also wir werden diesmal nicht komplett clear machen. Müssen wir mal gucken, wie es dann insgesamt läuft. Gut laufen sollte es, wie schnell wir sind. Gucken wir mal. Wobei ich auch tatsächlich so lange, wir haben jetzt eine Stunde lang gesucht, mehr oder weniger. Ich wäre jetzt sogar dabei, zu sagen, okay, wir machen lieber nochmal alles. Ja, Jane, wir können dich leider nicht porten. Charakterstufe zu weit entfernt. So, der Jäger ist schon mal da. Jetzt noch Verteidigung. Ist nicht teilbar, ist nicht teilbar, ist nicht teilbar. Mehr Quests habe ich leider nicht mehr für ihn. Aber der Verteidigung bringt noch Quests mit. Den haben wir jetzt schon rangeportet. Ah, guck mal, der hat sich das Mount gekauft, oder? Ja, wieder wachte Phasenjäger. Und, ah, guck mal hier, Jane und Verteidigung sind beide auf dem Weg. Selbst wenn er jetzt den Port nicht annimmt, auch noch mit Jane rechtzeitig an. Oder auch nicht. Weiß nicht, was er treibt. Ah, nee, er versucht gerade hochzukommen. Das Problem hatten wir, glaube ich, auch gerade. So, ich stelle schon mal Wasser her. Was haben wir hier? Druide. Wobei, wenn der auf, wenn der DD ist, sollte er normalerweise Katzengestalt sein. Das heißt, der bräuchte kein Wasser. Ob der Jäger Wasser braucht, weiß ich nicht. Ist allerdings leider das Billigwasser. Besser geht leider nicht im Moment. Ah, guck mal hier, Eichbaum will Wasser. Kann er haben. Ah, nee, das war der Jäger sogar. Will dein Billigwasser nicht. Mit extra Spucke drin. So. Okay, Wasser haben wir. Wir haben den Mana. Jetzt will der Jäger das Wasser auch nicht mehr. So viel kann ich gar nicht spucken, so viel Wasser, wie ich habe. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass mir die Taschenplätze nicht überfüllt sind. Notfalls muss ich mal gucken, schmeißen wir da irgendwelchen anderes Zeug raus. Ich habe noch ein bisschen was ich loswerden kann. Aber nach Möglichkeit will ich eigentlich nichts wegschmeißen. Bitte Eule. Eine Laser-Eule wäre cool. Stimmt. Eule wäre auch geil beim Druiden. Quests noch oder alle? Ja, Weg soll ich hinbekommen. Wir waren ja jetzt am Montag erst in Maraudon. Sollte, glaube ich, klappen, dass wir den Weg finden. Gleich mal den Krieger mit Intelligenz gebufft. Dass er auch was sprechen kann. So. Wird schon schief gehen. So, Jane ist auch gleich da und dann geht's los. Was möchte er nochmal? Noch mehr Wasser? Ich nehme nicht gerade. Nee, das war doch der Druide, dem ich Wasser gegeben habe, oder wie? Oder was? Hier. Mir geizen nicht, krieg 60 Wasser. Das ist eh nur das, was echt nicht viel bringt, leider.
Und ich kann mittlerweile 18 Flaschen herstellen. Von dem Zeug. So, perfekt. Oh, guck mal hier, noch in 15er, da kann ich auch besser, oder? 22. Hier, Jane, erstmal den billigen Buff weg und dann einen richtig vernünftigen 22er Int-Buff. Ist immer noch nicht der größte, aber besser.